Hallo, guten Abend. Wir sind eine ausnehmliche Unterricht wegen Rosh Hashanah. Wir haben schon über Tshuva gesprochen. Jetzt eine kleine Idee und weiter eine große Idee. Die eine kleine Idee, dass natürlich, dass diese seltsamen Termine, was am Herbst, Anfang Herbst, Ende Sommer, verbinden wir uns nichts mit neues Jahr. Aber muss ich ehrlich zu sagen, dass der 1. Januar als Termin, es ist nur eine christliche Idee. Es existiert nur im Christentum. Im ganzen anderen Welt, neues Jahr, niemals, aber niemals fällt aus am Winter. Winter, das ist eine tote Zeit, tote Periode. Ja? Die Schnee, weiß. Weiß in vielen Kulturen, auch im Judentum. Weiß, die weiße Farbe ist eine Todesfarbe. Und deswegen, wir bekleiden uns am Yom Kippur in Weiß. Es erinnert uns über den Tod. Ja, die Tachrichim, die letzte Kleidung für Verstorbene, für die Leichtum, sind weiß, unbedingt. Und so weiter. Also, ich muss zugeben, dass 99% von den neues Jahres der Welt, es kann sein Frühling, kann sein Sommer, kann sein Herbst, aber nie Winter. Und genau dieser Winter, die eine leere Zeit, wegen Christentum, heute, wir haben einen bürgerlichen Kalender, ja. Und das ist sehr, sehr gewurzelt, diese Idee. Neues Jahr, es ist 1. Januar. Also, ich sage euch direkt, wir sind die Juden im Leben mit doppelter Realität und auch mit doppelter Kalender. Also auch Staat Israel und auch jüdische Gemeinde der Welt, wir haben gleichzeitig zwei Kalender. Eine bürgerliche Kalender und eine jüdische Kalender. Bei uns in Deutschland gibt es KKL-Kalender. Kennen Welcher Kanal? Sie? KKL ist Keren Kemet Israel-Kalender. Ich habe genau jetzt übertragen diese. Es ist eine kleine Broschüre, A5, ja, ganz klein. Und dort, ich kann leben ohne diese Kalender nicht überhaupt. Ja. Also jedes Jahr muss ich besorgen um diese Kalender. Kann man das kaufen im Internet, 12 Euro etwa so. Die wichtigsten Dinge für diese Kalender, er bringt zusammen die jüdische Feste und die deutsche Termine zusammen. Es ist mit unterschiedlichen Farben. Okay, die jüdischen Termine sind rot, die deutschen Termine sind dunkelblau, etwa so. Also, das heißt Shabbat, Rosh Hashanah, für uns rot. Ja? Weiß nicht was, 3. Oktober, deutsche Einheits und so weiter, 1. Mai und so, 1. Januar, blau. Ja, also das ist die Idee. Das ist die Idee. Aber die Idee ist sehr, sehr klassisch und klassisch jüdisch, wie uns alle Juden leben in zwei gleichzeitigen kalenderischen Systemen. Im Israel gibt es noch muslimische Kalender, aber die Leute können auswählen diesen und den anderen Termin zum Frei von Arbeit. Ja, aber grundsätzlich gibt es eine weltbürgerliche Kalender, ist in Ordnung, ja, und eine jüdische Kalender. Ja, und manchmal ist es einfach, manchmal ist es uneinfach, mit diesen zwei gleichzeitig leben. Ich habe schon erzählt euch, dass diese Thema jüdische Kalender ist ein langes Thema, ein interessantes Thema. Ich lerne dieses Thema viele Jahre und jedes Jahr finde etwas Neues. Okay, also im Kurz, wir lernen das jüdische Kalender nicht. Das ist ein ganz unterschiedliches Thema. Im Kurz, jüdische Kalender, es ist der komplizierteste Kalender der Welt. Das ist im Kurz. Das heißt, jüdische Kalender heißt Mond-Sonne-Kalender. Und auch die Ordnung
Es ist nicht Sonne, Mond, Sonne, Kalender. Okay? Also das heißt, die christliche Kalender ist die klassische Sonne-Kalender. Die islamisch-muslimische Kalender, es ist Mondkalender. Und die jüdische, es ist beides zusammen mit Akzent auf dem Mond. Das heißt Mond, Sommer, Sonne-Kalender. Das heißt, dem Jahr, es geht nach dem Sonne, dem Mond, es geht nach, der Monat geht nach dem Mond, die Woche geht nach der Torah. 7 Tage. Das ist die große Dinge, die große Big Deal, dass diese 7 Tage mit gleicher Ordnung ist akzeptiert in der ganzen Welt. Ja, also Shabbat ist Shabbat als Tag in der ganzen Welt ist. Ja. Und der Tag, der jüdische Tag ist, Gott sei Dank, 24 Stunden. Nicht mehr die Stunde. Aber der Anfang der Tag, es ist nicht 00:24 Mitternacht, okay? Es ist bewegt, ja, schwimmt, läuft, manchmal so, ja, nach dem Sonnenuntergang und die Mond und die Sterne erscheinen. Okay, also, und deswegen, ja, genau, das kann man, richtig, das kann man. Ich glaube, danke, Christina. Kann man bestellen per Post. Ja? Also wieder, ich kann nicht wirklich, kann nicht ohne diese Kalender leben. Also meine erste Jahre in Deutschland, ich war mit 2 Kalendern. Eine israelische Kalender, eine normale. Und dann habe ich gefunden, dass diese Dinge, die bei uns die Gemeinde verteilen, das für Rabbiner, für Mitarbeitern, für Leute, das kaufen. Nee, das ist eine Wandkalender. Es ist auch gut. Es ist auch gut, weil du kannst nicht am Schabbat Handy oder Internet schauen. Es ist auch gut, dieser Wandkalender. Ich sage nicht, ich nutze auch. Aber die Wandkalender, jede Gemeinde macht seine eigene. Meine Gemeinde auch. Und warum? Weil Wegen die. der Uhrzeit vom Schabbat, ne? Natürlich. Es kann sein, ein Unterschied mit Schabbat Anfang und Ausgang in Deutschland zwischen unterschiedlichen Städten rund eine halbe Stunde zwischen Osten und Westen. Das heißt in Berlin und bei mir, ja, also südwestlich Deutschland. Es kann sein, am Winter, also extremale Wintersommer, kann sein Unterschied eine gute halbe Stunde. Besonders, ja. Zwischen München und mir ist es 1 Minute bereits. Also ich bin 30 Kilometer im Osten, das ist 1 Minute, wir haben es ausgerechnet, stimmt genau. Also es Machen Sie die Rechnung zwischen München und Hamburg. Das heißt, Nord, Süd macht die Unterschied. Also ich war jetzt in Italien, rund eine Stunde vor Schabbat fängt sich an und rausgeht. In Israel noch mehr. Und so weiter und so fort. Also deswegen sagen wir so, wäre Deutschland noch größer ein bisschen, dann hätten wir schon zwei Ursonnen, sozusagen, ja. Also logischerweise, ja, mit unserer heutzutage Ordnung. Also deswegen diese Wandkalender sind auch gut. Und das jetzt wissen Sie, warum jede Gemeinde, okay, ist auch natürlich stolz, auch über sich erzählen, eine Werbung, ganze Selbstpreis, alles gut. Aber tatsächlich, es ist sehr, sehr nützliche und praktische Gründe. Wann bei uns in Münster, in Saarbrücken, in Rostock, ja, Schabbat fängt sich an und rausgeht. Ja. Gibt es eigentlich einen Namen von den Sternen, die immer den Schabbat ausmachen, die ersten 3 Sterne, die da? Ich glaub, ja. Ich bin nicht so großer Astronom. Um sagen, ich sage Folgendes: Die erste Stern, das sieht man auf dem Himmel, südliche Seite Himmel, das ist überhaupt kein Stern, es ist Venus. Okay? Weil es ist die nächste Planetin zu uns. Ja? Ja. Deswegen,
Deswegen traditionell, wir rechnen vier, weil die eine von vier ist es kein Stern, es ist Venus. Aber es sieht aus größer sogar, weil es zu nah zu uns ist. Okay? Also, aber ich glaube, diese drei Sterne sind unterschiedlich relativ zum Kontinenten. Das nach meiner Intuition würde ich sagen. Ja? Aber es ist egal, wie heißen diese Sterne. Ja? Also heute ist es ganz, kann man im Internet befinden, in diesen Kalendern. Ja, also in diesen KKL-Kalender, also dort stehen die drei große jüdische Gemeinden, also Berlin, München und Frankfurt, stehen dort. Ja? Anfang und Ende des Schabbat. Und da, auch dort findet man kleine und große Unterschiede. Also, wir lernen wieder jetzt nicht über die jüdische Kalender, aber nur zum Erklären, wie kompliziert dieses Thema. Ich kann euch, um schockieren euch, entdecken, das jüdische Jahr kann sein 385 Tage, zum Beispiel. Ja? Kann sein, also, okay, sagen wir Folgendes: Es gibt acht unterschiedliche Jahrarten in diesem Kalender. Die minimale Tageszahl ist 355. Ja, und maximale 386. Okay, also muss man lernen. Also, die kommende Jahr ist Schaltes Jahr. Okay, also Schaltes Jahr, als Sie kennen, das ist 13 Monate. Also nicht 29. Februar. Ich habe eine Tochter, die ist am 28. Februar geboren ist. Ich hatte Angst, dass es kommt zum 29. dann echte Geburtstag einmal im Jahr. Aber denken Sie über die Leute, die wurden jetzt an diese zweite Adar geboren. Und es ist ein ganzer Monat, es ist nicht ein Tag. Denken Sie über die Jahrzehnte, die Beerdigung. Ja? Jemand, der verstorben ist an zweiter Adar. Also und so weiter und so. Es ist immer, immer viele Fragen. Talmud bringt klassische jüdische Logik ein Fall, in dem zwei Jungen, die wurden am zweiten Tag geboren sind, und die zweite, die jüngste, er kann Bar Mitzwa erste feiern. Also, ich kann erzählen, wieso. Okay, weil die Bar Mitzwa passiert am unschalteten Normaljahr. Also, glauben Sie mir, diese jüdische Kalender sind komplizierte Dinge. Deswegen ist es gut, wir haben uns die Tabellen, die vorbereiteten Tabellen, ich habe eine Programme, heute ist es 5000, ja. Es wird 5784. Ja, jetzt kommen, ja. Also ich habe mit Programm Möglichkeit zu sehen, noch 3000 Jahre. Also es steht 8000 etwa in diesem Kalender. Nach dem Kabbalah ist es unmöglich. Zohar schreibt, dass unsere Welt ist für 6000 Jahre geplant. Okay, wir schauen mal. Ja oder nein, muss man prüfen. Haben wir jetzt eigentlich auch ein Jubeljahr? Nein, gibt es kein Jubeljahr. Jubeljahr kann sein nur mit existierenden Tempeln in Jerusalem. Ach so. Ja, wir können das rechnen, rein mathematisch, dieses Jubeljahr. Also das siebte Jahr noch existiert, weil wir haben die Tradition. Ja? Und kann man das natürlich mathematisch rechnen tun? Also im siebten Jahr ist es ganz, ganz kompliziert in Israel-Stadt mit landwirtschaftliche Produktion. Und auch bei uns, weil viele Dinge, das kaufen wir in Rewe
und unsere Marketen kommen aus Israel. Und das betrifft uns auch und auch betrifft mit 8 Jahren. Also die viele Dinkeln kommen 7 und 8 Jahre, also eine gewisse Zeit danach. Also es ist kompliziert, es ist kompliziert. Also auch diese 7. Jahr, nach vielen meinen, die riesige Mehrheit, die heilige Mehrheit, es ist nur vom Talmud Weisen, also es ist nicht vom Torah. Also was heute machen, es ist nur eine Erinnerung von dieser Mitzvah. Es ist kein direkter Bericht vom Torah, die 7. Jahr und seine Konsequenzen auszogen. Ich kenne nur einen Rabbiner im Haifa, der sagt es noch vom Torah, die 7. Jahr. Er ist mit, wie sagt man, Glanz und der Minderheit. Ja? Und deswegen die 15. Jahr, wir können rechnen, aber es ist keine praktische Deutung für uns heute. Im Gegenteil, die schalteste Jahr, also 13. Monat, existiert bis heute. Das heißt, alles wird plus 29, 30, 31 Tage verschoben. Ja? Das heißt, dieses Jahr, die kommende Jahr, Pesach wird später und alle Feste werden später und Rosh Hashanah später und so weiter. Also, und dann kennen Sie auch die viele christliche Pascha, verbunden sich mit jüdischer Pesach. Zum Beispiel katholisch, kennen Sie? Ich kann schon erzählen. Also, jede Kirche hat seine eigene Kalender. In die Klammern kennen Sie, woher stammt dieser 1. Januar? Ja, das ist das Beste. Es ist acht, okay, es ist ein Hinweis. Es ist ein 8. Tag von Weihnachten, vom 25. Dezember. Heißt, es ist Beschneidung von Jesus, klar. Also, in alten Kirchen, wie armenische Kirche, dieser Tag, 1. Januar, offiziell genannt ist als Beschneidungstag unserer Herr Jesus. Oder unserer Herr von Jesus. Okay, ganz, ganz direkt, das ist der 1. Januar. Das ist der 8. Tag, die Beschneidung. Okay. Also das jetzt wissen wir. Das ist sehr, sehr bekannt bei uns im Judentum. Also noch kalendarisch. Was ist das Wichtigste für uns? Das ist die Woche. Die Woche ist 7 Tage. Nicht weniger, nicht mehr. Die Römer, alte Römer, unsere historische Konkurrenten, Feinde, was sie wollen, sie hatten viele Zeiten die Woche mit 10 Tagen geschafft. Ja? Und dann es war komplette Chaos. Ja? Ich sage nicht, dass sie haben viele Korruption, ja, und dann haben verlängern die Monate, weil jeder Konsul noch in Rom als eine Republik, jeder Konsul hat 24 Monate zum Regieren. Ja, sie hatten 2 Konsul. Und dann, die letzten Monate, könnte 40, 60 Tage sein. Ja, warum nicht? Das ist die, übrigens auch ein Zeichen, dass die julianische Kalender, die römische Kalender, was war der 1. Monat dort? Es war der März. Klar. Deswegen der Februar, das ist der kleinste Monat. Verstehen Sie? Und dann jemand hat genommen von diesem Februar die Tage für sich. Julius Caesar, Juli. August Caesar, August. Und so weiter. Verstehen Sie? Deswegen der Februar, der arme Februar, er war blöd. Ja, er sagt 20 Tage normalerweise. Okay? Das ist die Konsequenz. Also auch die klassische römische Kalender war am Frühling, nicht am 1. Januar angefangen. Also,
Also das ist die wichtigste. Ich habe schon erzählt, dass es war viel Problem, einen universellen Kalender schaffen, einen symmetrischen. Wir sind ständig dagegen, weil es wird verschoben, die Wochenordnung, und Schabbat wird nicht am Schabbat. Okay, heute Gott sei Dank, es ist nicht auf der Agenda, aber dann dort ist dieses Thema kommt, weil unsere Monate sind nicht symmetrisch. Und die Arbeitgeber bezahlen die gleiche Lohn für unterschiedliche Arbeitszeit. Okay. Gut. Aber jetzt zurück vom kalendarischen Thema. Die größte Thema in Rosh Hashanah heißt, die Gott ist unser König. Ich habe schon erzählt letztes Jahr, das gibt es eine viele Methoden, die Heilige Schrift und Tanach kann man lernen. Und die klassische Methode, das existiert tausende Jahre, ist rein statistisch. Ja, wenn Sie nehmen eine Kapitel oder einen Absatz, egal, und dann Sie einfach machen eine Zählung für die Worte oder die Metaphoren oder die Themen und welche Wort nimmt Platz Nummer 1, das ist das Thema für dieses Kapitel. Klar? Und wenn wir nehmen unser Gebetbuch Siddur und machen genau diese Methode, wir rechnen alle Worte, welche Wort mit allen unterschiedlichen Wurzeln und Formen nimmt ultimative Platz Nummer 1, die Wort König, Königreich, wir akzeptieren dich als König und so weiter und so fort. In unseren Worten, in Übersetzung, wir reden über die Idee, die göttliche Idee, so nach Rabbiner Cook. Also heute in westlicher Welt, im Abendland, ist überhaupt nur einfach in diese Glauben in Gott. Und ich immer wurde gefragt, ja, ich wohne in Deutschland, ja, und was ist die größte geistliche Probleme in Deutschland? Wurde immer gefragt und immer geantwortet, meiner Meinung nach, die Leute fehlen Glauben in Gott. Das ist meine Antwort. Okay, alles andere ist schon Konsequenz. Demografische Probleme, die Leute verheiraten nicht, bringen Kinder zur Welt nicht. Und so, das alles ist schon Konsequenz. Also, natürlich, die Gott nimmt einen großen, respektablen Platz in unserer Zivilisation. Das ist klar. In Amerika sogar ist es auf die Dollars geschrieben, in Gott getrost, wir glauben in Gott. Die Probleme ist es mehr geschrieben und nicht wirklich implementiert im wahrhaftigen Leben. Also, und auch muss man verstehen, dass auch wenn ich glaube an Gott, es ist nur nötige erste Stufe. Gibt es noch die Stufen, ja? Das muss man verwirklichen, seinen Glauben. Ja? Wir kennen uns wenig von Westeuropa, wenig von Deutschland, mehr in Israel. Gibt es riesige Leute, Kapazitäten, wir reden über die Millionen. Die sind die Mehrheit in Israel, sogenannte Traditionalisten. Also bei uns in Westeuropa, in den USA, es ist schwarz-weiß. Oder die Leute glauben oder nichts. Keine Mitte. In Israel, die große Mitte, sind Traditionalisten. Sie glauben in Gott. Aber es ist nicht unbedingt, dass sie jeden Tag verwirklichen diesen Glauben. Das heißt, wenn du kommst, sie waren in Israel, ich glaube, ja. Wenn sie kommen nach Israel, Stadt Israel am Schabbat, es ist tot. Ja. Die Leute sind zu Hause, fahren mit Autos nicht, gibt es aber in Minderheit. Die Leute, plötzlich, du siehst die, alle Leute mit Kippa, sie gehen zur Synagoge oder zum anderen. Und wo sind diese alle Leute alltäglich? Sie raus, zeigen die Kippa und gehen zum Arbeit. Und das ist klassisch, ja.
Also die Leute sind, sehen sich aus als säkuläre Leute, alltäglich und sehr, sehr gläubig am Schabbat. Das ist klassisch jüdisch. Die heißen Traditionalisten. Okay? Und diese Dimension ganz, ganz fehlt im westlichen Welt. Also, nur um sagen, dass es reine Glauben, nur Glauben, ist es gut, aber es ist nicht genug. Aber dieser Rosh Hashanah, dieses neue Jahr, kommt uns um erinnern, die wichtigsten Punkte unseres Lebens, die klassischen Punkte, die vielleicht im laufenden Tag und das unseres alltäglichen, wir können ein bisschen distanzieren sich. Das heißt, erstens, es gibt ein Herr in der Welt, gibt es ein Gott. Das ist Nummer eins. Heute, für viele Leute, die sind Atheisten, präzise zu sagen, Agnostiker, ja, die Leute sind überhaupt nicht denken darüber, gibt es ein Gott, gibt es nicht, es gibt, ja, um arbeiten, um genießen, Shopping, Internet, TikTok, gibt es viele, viele Räte. Heute also, irgendwo gibt es auch ein Gott, oder ja oder nein. Und diese, oder ja oder nein, diese Zweifel, das heißt Agnostizismus. Die Leute nur, die definitiv sagen, es gibt keinen Gott. Ich bin sicher. Ich habe das geforscht. Die sind rein Atheisten. Und diese Leute sind nach allen Zählungen der westlichen Welt 10, 15, vielleicht 20%. Also auch klare Minderheit. Die manche Leute in der westlichen Welt, die sind Agnostiker. Sie denken nicht über diese Dinge. Wir reden über die westliche Welt, über die christliche Welt. Es ist ganz komplett anders in der islamischen Welt, es ist ganz komplett anders in der ostlich-buddhistischen Welt, muss man ehrlich sagen. Wir einfach fühlen diese Welten nicht. Aber diese Zivilisationen leben in ganz andere gläubig-theologische Probleme. Okay. Und dann kommt Rosh Hashanah und sagt uns, es ist nicht nur die Gott, die existiert ist, er ist auch unser König. Und die Welt hat gewisse Logik. Das muss man forschen. Es ist eine Pflicht. Ja, nach Torah und nach vielen, vielen Autoritäten muss man sehen, die Welt und fragen. Also, Frage ist es nicht immer ein Zeichen zum Schwache sein. Frage ist es gut. Judentum schätzt die Fragen. Ja, die Tora fragt viele Fragen, manchmal rhetorisch. Viele Fragen am Pessachabend. Talmud ist es die Buch, die Fragen. Ja. Fragen und Antworten. Ja. Also, die Tora schreibt: Wenn deine Söhne fragen, dann du beantwortest da und da. Also, dass wir uns unterrichten, die Frage stellen. Es ist wichtig. Und jeden Schabbat, ja, wir stoppen unser Rennen und Lebenslaufen und müssen ein bisschen atmen, physisch beruhigen und auch geistlich. Aber doch, manchmal ist es noch nicht genug, dieser ein Schabbat, ein Tag der Woche. Und dann kommt Rosh Hashanah. Der trägt mit sich viel Vorbereitung über diese ganze Elul-Monat, ja, Shofar blasen, ja, Slichot, die besonderen Gebete, ja, das muss man wenig schlafen, Mitternacht, Anfang morgen, früh aufstehen und so weiter und so fort. Also viele, viele Verpflichtungen, viele, viele Zeremonien. Also das ist ungewöhnlich, das ist nicht normal. Und der jüdische Mensch, er ist gewöhnlich und fragen sich, was ist passiert. Ich weiß das schon, aber warum doch? Warum muss ich wenig schlafen? Warum muss ich diese Shofar blasen hören? Es ist eine Pflicht, mindestens für Männer, mindestens. Aber Rosh Hashanah ist eine Pflicht auch für Frauen. Ja.
Also, dass all solche Stationen, sie müssen uns zwingen zu einer Denkslinie. Ja, das ist doch eine unnormale Termin, unnormale Zeit und nämlich professionell. Um komplizierende Dinge, nach Mishnah gibt es viermal Rosh Hashanah. So viermal neues Jahr. Und noch unkomplizierend, die sind nicht symmetrisch. Also nicht einmal im Quartal. Manchmal eng, manchmal mit großem zeitlichen Abstand. Dann, ich wurde immer gefragt, was wir sind als Bnei Noach, Bnot Noach. Was verpflichten wir uns? Ja? Ich immer beantworte die gleiche. Lesen Sie dem Gesetzbuch. Muss ich sagen, das normale Gesetzbuch gilt nicht für Rosh Hashanah. Gibt es ein besonderes Gesetzbuch, das heißt Mazor. Mazor ist eine Runde in Übersetzung. Also gibt es eine andere Gesetzbuch. Ich empfehle für euch, kennen Sie diese Masor, Ja. das wurde in Frankfurt rausgegeben. Das heißt Tfilat Amcha. Okay, also es gibt einen für Shabbat, für Rosh Hashanah, für Yom Kippur. Okay, Rabbiner Klein in seiner Zeit hat diese Masor gemacht. Er ist gut, weil es viele Zeichen. Was macht man? Steht man, sitzt man, gebeugt man. Also kann man das bestellen durch Frankfurt-Jüdische Gemeinde. Was ist noch wichtig? Das ist Transliteration. Also kann man beten mit dem Publikum ohne und kein Hebräisch umwissen. Das ist wichtig. Also natürlich gibt es Übersetzung. Erklärung, es ist also natürlich hebräische Seite. Aber die wichtigste, das ist eine Transliteration. Transliteration, also hebräisch mit lateinischen Buchstaben. Okay? Und dann, wenn jemand will, zum Synagoge einzukommen, nimmt eine solche Tfilat Amcha, dann kann man mitzuteilen und fühlen sich nicht fremd in jüdische Gremien. Also, das ist eine gute Ausgabe. Es schon zwei, drei, vier unterschiedliche Lektionen gibt es. Also, ich empfehle warm von meiner Erfahrung, ja, weil wieder die normale Gebetsbuch, normale Masor, es ist nur Hebräisch und Übersetzung. Können Sie das Ja. auch mit hier in den Kommentar mit reinschreiben? Als Foto oder irgendwie so? Okay, das, okay, ich schreibe euch den Namen. Ja. Ich schreibe Mazor, das ist die Gebetsbuch für Rosh Hashanah Yom Kippur. Und diese Ausgabe heißt Tfilat Amcha. Das ist der Name. Der Autor heißt Klein. Die Herausgeber Gemeinde Frankfurt. Also, Dankeschön. ich kenne ganz meine unterschiedliche Gemeinde, die rufen dort, schreiben eine E-Mail und dann per Post es kommt. Ja, also in unserer Gelegenheit werden über die zwei
Seidenschirm, das heißt, es ist Rosh Hashanah. Und Sie auch können verkaufen einzeln oder die zwei. Ja. Es gibt auch dieses Format, auch Gebetsbuch für Schabbat, gibt es ein Gebetsbuch für alltäglich. Das ist aber nicht das Gleiche dann, oder doch? Ein bisschen höher, wissen? Nein, 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 nein. Das ist Machzor vom Chabad, ich glaube. Ja? Also, dass die Kennzeichnung für diese es ist eine braune, es ist braun. Okay, es ist schon genutzt, also es ist nicht 100% braun, aber für meine Kinder. Ja, aber es ist immer braun, also dass diese Ausgabe existiert außer Pesach, Sukkot, Shavuot für alle Gelegenheiten. Also alltäglich, Shabbat, Rosh Hashanah und Kippur. Also das heißt, gibt es vier Bücher. Alltäglich 1, Shabbat 2, Rosh Hashanah 3, Yom Kippur 4. Und er auch arbeitet auf die drei Feste, das wird die fünfte und dann die ganze Zeit. Okay, also und die wichtigste, ja, das ist diese. Ja, also kann man schauen, dass diese Grafik, ja, also Kantor singt. Das heißt, wir uns sitzen. Schon gut. Das ist zum Beispiel was anderes. Zeichnen, Torarolle. Torarolle. Ja. Und da gibt es viele, viele unterschiedliche. Ja, oh, hier, das ist wichtig. Die Leute stehen. Ja. Der Vater und Sohn stehen. Also weiß man, steht da mal auf, kann man sitzen und so. Es ist sehr, sehr praktisch. Glauben Sie mir, das ist sehr, sehr praktisch. Ja. Also, das ist meine warme Empfehlung. Wenn Sie bestellen jetzt, vielleicht nach Rosh Hashanah, das kommt, aber Yom Kippur genießen Sie dieses Buch. Dann wieder, wenn jemand lebt in einer Umgebung wie Christi, ja, kann nach Essen in die Synagoge kommen. Oder die Chantal kann nach Luxemburg in die Synagoge kommen. Gibt zwei. Ich war dort. Ich war viel Zeit die Rabbinerin in Trier. Es ist neben Luxemburg, kam von Deutscher Seite. Also konnte ich viel mal in Luxemburg besuchen. Also probieren Sie das schaffen, wenn es ist nah. Ja. Wenn muss man ein bisschen fahren. Es ist möglich, weil dennoch sie dürfen fahren. Ja. Also, okay, ich sage nicht, dass muss man das jedes Mal tun. Aber wenn Eva will zum Beispiel nach München gehen, dann warum nicht? Kann man mit S-Bahn, mit Auto, oder? Nur rechnen Sie Sicherheitsmaßnahmen. Besonders am Raschanenkirchen. Ich hatte jetzt, unser Alexander war in Straßburg. Ich habe ungefähr erkannt, kommen zu ganz Synagoge, aber er wird nie drin entlassen, reingelassen, weil muss man sich anmelden. Und so weiter und so fort. Also, wenn Sie denken oder planen über einen Besuch in die Synagoge Rosh Hashanah Kippur, melden Sie vorherig. Machen Sie ein Telefon, ein E-Mail. Sie wurden befragt. Sie müssen einen Ausweis tragen, ja, und erzählen, das bin ich. Weil es geht nicht. Die Leute kennen mich nicht. Ja? Auch ich. Nicht. Ich bin nach Prag
irgendwo, wo Leute können, ich komme mit meinem Ausweis. Wer Egal, nach mit. Essen kommen möchte, der kann sich gerne über mich anmelden, denn den würde ich anmelden. Zum Beispiel, ja. Aber was will ich sagen, das muss man nehmen in Rechnung, ja, dass die Sicherheitslage und die Leute kennen euch nicht. Und die viele, viele, noch mehrere Polizei, mehr unsere Sicherheit und so weiter. Wenn sie wurden befragt, sind sie Juden, dann sage ich offiziell, sie dürfen sagen ja, weil es ist keine Lüge. Weil Bnei Noach und Bnei Noach, die sind jüdisch, jüdische Glauben. Das heißt, wir haben das über dieses Thema. Ich habe einen Unterricht in Prag dort gegeben. Alexander sagte, er hat erinnert, meine Rede. Das heißt, die Juden sind Juden mit zwei Aspekten: einem ethnisch-nationalen Aspekt und einem gläubig-theologischen Aspekt. Okay? Gibt es noch, aber die sind die entscheidenden 99%, diese zwei. Und die Bnei Noach sind Fälle mit zweiter Kategorie. Sie sind gläubig, theologisch, ganz wie Juden. Sie akzeptieren Torah, sie akzeptieren Talmud und Weisen, die jüdischen Kalender, die jüdischen Feste, die Autorität der Rabbiner, das ist wichtig. Unterschieden uns von Karaiten und so weiter. Ja. Samarien, sagen Samaritan im Neuen Testament, wie heißt sie? Wie, Christina? Offen Sie die Mikro. Samariter? Samariter, ja, also wir sind keine Samariter. Das heißt, diese Kategorien, Karaiten und Samariter, sie wurden nur mit Torah verbunden. Auch mit sehr, sehr freier Verhaltung sozusagen. Und mit keinem mündlichen Traum, mit keinem Talmud, mit keinen jüdischen Weisen, keinen Rabbinern und so weiter. Also die Karaiten hatten eigene Rabbiner und so weiter und so fort. Also, was soll ich sagen? Wenn sie wurden, und sie wurden, sicherlich, 100%, 200%, sie wurden befragt, sind sie jüdisch? Sie können erzählen, ich bin der Noah. Es war kompliziert, die Dinge. Die Leute kennen das nicht. Vielleicht noch Militär, ja. Ja, deswegen vereinfachen eure Reinzulassung, sagen Sie ja, ich bin jüdisch. Denn Sie haben Probleme mit Sicherheit, oder Sie haben keinen. Sie müssen eine Antwort. Sie müssen eine klare Antwort haben. Okay? Klare Antwort, wieder ist es ja, ist es nein. Alles dazwischen ist schon kompliziert. Und deswegen, Sie sollen diesen Kopf stellen und Sie antworten ja, regelmäßig. War, wieso? Sie prüfen keine Papiere und keine Anlage, weil Sie haben die Probleme, rufen Sie an mich. Mein Fall ist beschlossen, ist keine Frage. Ja. Aber es ist nie passiert. Es ist nie passiert. Weil es ist klar, ein Jude kommt zum Synagoge Rosh Hashanah Yom Kippur. Es kann sein, einmal im Jahr. Die sind bekannte Gruppe, die Juden von Rosh Hashanah und Yom Kippur. Sie kommen einmal im Jahr. Wirklich. Gibt es solche. Keine kleine Gruppe überhaupt. Okay? Gibt die Leute, die kommen nur um Matzah nehmen vor Pesach, bin ich gemeint. Es ist eine andere Gruppe. Auch einmal im Jahr, es ist andere eine. Also, ich bin sehr, sehr praktisch und sehr, sehr pragmatisch und richtig, Sie kennen mich. Also, vorbereiten Sie Ihren Besuch in Synagoge, melden Sie sich. Und da muss man mit allen Sicherheitsanfragen kurz und schnell beantworten. Ja, nein. Entschuldigung, ja. Das hilft auch im Flughafen. Okay. Also, und dann es ist es einfach eine Atmosphäre. Ja, das Erfüllen einer Atmosphäre, die Leute sehen. Und diese Leute, die kommen einmal im Jahr, das ist auch eine Tat. Ja, ich unterschätze nicht diese Leute.
Sie mögen, dass diese Leute trotz die ganze Jahr sind nicht da, doch einmal in die Jahre kommen. Deswegen ist es mehr Sicherheitskraft, weil es mehr Leute, diese einmalige Juden, sie kommen. Wir kennen diesen Effekt, wir kennen dieses Phänomen. Wirklich. Wirklich. Wenn sie kommen zum großen dazu, zu diesen Sicherheitsmaßnahmen, muss man alle Leute platzieren, drin. Sie müssen einen Platz bekommen. Und das ist deswegen, auch muss man vorfällig anmelden. Sie müssen einen Platz bekommen. Verstehen Sie? Also in jeder großen Gemeinde, ich glaube auch im Essen, die Leute schaffen mehrere Plätze, wie normalerweise geht. Richtig, oder? Ja. Ich weiß das. Ja. Ich kenne das. Ich Ja. kenne das. Ich kenne das. Also nehmen Sie in Rechnung an, Sie sind nicht allein, kommen einmal in der. Gibt es viele Riese wie euch. Ja. Also, und mit diesen Ideen, ja, das einmalige Termin Rosh Hashanah. Trotz, das gibt es viermal Rosh Hashanah, das ist die Rosh Hashanah für die Menschen. Das ist nach Definition. Im Mishnah gibt es Rosh Hashanah für die Könige. Ich habe keinen König. Wir streiten um Demokratie, welche Demokratie wollen. Ja, also, ich habe gesagt, dass Rabbiner Kook hat gesehen mit modernen Staat eine kollektive König. Okay? Und deswegen, fast jeder Staat in der Welt hat einen unabhängigen Tag, der Anfang unserer Stadt. Ja, also, Fünfte Republik in Frankreich und so weiter. Also, das ist einmaliger Termin unseres Rosh Hashanah, Rückkehr, unterschiedliche Leute treffen, du siehst fast nie, seine Taten rechnen, planen zum nächsten Jahr, immer. Wir sind, ja, sehen zur Zukunft, wir wollen eine gute Zukunft. Die Gott ist unser König, also das auch theologische Gründe. Das heißt, es ist eine neue Bund. Wie jedes neues Jahr, wir erneuern unsere Verbindung, unsere Bund zwischen uns und Gott, sozusagen. Es ist noch mehr im Pessach. Am Pessach ist es noch theologische, jüdische. Ja, aber dieses neue Jahr, gilt für die ganze Welt, so ist nach unserer Gebet. Also es gilt auch für die Amerikaner, für die Deutschen, für die Italiener, für die alle. Natürlich für uns, für Juden und dennoch. Ja, also das ist in kurz um die Philosophie zu diesem Tag. Das ist die Denken, das Denken, denke ich. Als ich komme zum Synagoge, ich freue mich, dass viele Leute kommen. Ich freue mich über Sicherheitsmaßnahmen, trotzdem, dass ich dort nicht, aber es ist eine gute Probleme sozusagen. Ja, ich wünsche uns, dass jeder Schabbat ist so große Kapazität, die Besucher. Ja. Und wir sind, denken über die ganze Welt, wirklich. So ist halt die Texte, wenn man so. Die ganze Welt. Nicht nur über uns privat. Nicht über uns als Gemeinde oder als jüdische Stadt oder die ganze jüdische Welt. Wir denken wirklich die ganze Welt. Auch die Tiere, ja, die kleine Mücke, alles. So ist halt der Text. Und diese Texte sind wirklich ungewöhnlich und nehmen mich raus von normalen Grenzen, ja, raus von bequemen Grenzen, das lernen wir. Und muss man viel, viel nachdenken. Und gibt es viel Zeit, die Kantor singt. Und wir haben die Zeit und denken. Das mache ich. Gut, das ist kurz über die Rosh Hashanah. Noch eine gute Nachricht: die alle Feste, fast alle Feste aus der Yom Kippur, sie fallen aus am Ende des Wochen, das heißt Shabbat Sonntag. Das heißt, es sieht aus gut wegen des Dienstags unserer Unterricht. Wir können weitermachen und nicht große Pause.
Schön. Schön. Also dieses Jahr, Dienstag sind alltäglich. Und Donnerstags machen Sie auch irgendwie ein Schiur, oder? Donnerstag? Was ist Donnerstag? Ja, hatten Sie eben nicht erzählt, dass Sie auch donnerstags was machen? Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, ich meine dienstags. Unsere Ach so, alles klar, Unterrichtsdistanz okay. ist ununterbrochen. Naja, Unterbrochen ist, weil der Professional unser Gott ist es immer und Schabbat. Und dann Dienstag ist normaler Dienstag. Okay. Letztes Jahr das was anderes. Letztes Jahr, die alle Feste waren immer Mitte Woche. Dann hat ein großer Gott. Also ich hoffe, sehen euch alle nach Woche. Ja, gesegneten Rosh Hashanah, Ja. Chag Es ist nicht nur gutes neues Jahr, gutes Jahr, es ist auch. Sameach. Ja, Aber es ist auch, nur dass die der Name Vorhaut, eingeschrieben wird es ins ist Buch eine des Lebens. Vorhaut zum Nachdenken. Ja. Was steht dahinter Ja. dieses neues Jahr? Ja. Ja. Gut, dann alles Gute, euch liebe Leute, viel, viel Vielen gesund, Dank. Frieden, Vielen herzlichen Dank. Gesundheit, gute Laune und Euch gute. allen auch. Wir müssen lernen, wir müssen weitermachen. Ja. Vielen Dank allen gleichfalls Danke. das Gleiche. Ja. Danke. Euch auch allen. Ja. Schönen Schönen Abend. Alles Gute. Euch auch. Ja. Ja. Ciao. Und wenn was ist, ihr könnt euch bei allen Festen bei mir in Essen anmelden, bei allen Festen. Da gibt es also mehrere Tage, wo man sich anmelden kann, ne? Telefon uns bei Eva, ich habe schon vorbereitet. Ich schicke Eva unterschiedliche Bilder. Okay, ciao.